Hallo und herzlich willkommen zu den 99 Sekunden Games Planet News. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Quantum Break, das neue Spiel der Max Payne und Alan Wake Erfinder, erscheint auch für PC und zwar am 5. April. This time, I'll save you. Wobei die Anforderungen recht heftig sind. Ihr braucht unbedingt Windows 10 und einen potenten Rechner. Irritationen gab es zuletzt wegen Tom Clancy's The Division. Ein Ubisoft-Mitarbeiter hat in einem Interview angedeutet, dass die PC-Fassung abgespeckt erscheint, um den Abstand zu den Konsolen nicht allzu groß werden zu lassen. Kurze Zeit später wurde das von Ubisoft eifrig dementiert. Das sei alles nur ein Missverständnis gewesen. We are the Division. Der Assassin's Creed-Film kommt am 29. Dezember in die Kinos. Der soll, wie jetzt Hauptdarsteller Michael Fassbender in einem Interview sagte, stilistisch an den Film Matrix erinnern. Allerdings sei wenig vor dem Greenscreen gedreht worden, man habe großen Wert gelegt auf aufwendige Stunts und damit auf authentische Action. Diese Woche gibt es eine ganze Menge neuer Videos, zum Beispiel den Launch-Trailer zu Dying Light The Following, das am 9. Februar erschienen ist. Dann wären da noch neue Szenen aus Far Cry Primal, das am 23. Februar erscheint. Künstlerisch wertvoll gibt sich der neue Trailer zu Street Fighter 5. Das Prügelspiel erscheint am 16. Februar. Einmal mehr provokativ geben sich die Entwickler von Hatred. Sie wollen euch noch im ersten Quartal bei IS Defense in die virtuelle Schlacht gegen die Terrororganisation ISIS schicken. Außerdem neu das Intro-Video zu Dark Souls 3, das wir für 12. April erwarten.